Recht herzlich willkommen zur 234. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind da wieder auf dem Weg nach da oben. Titwars Raumkapsel? Ne, das war es nicht. Wo waren wir? Oh, jetzt habe ich das wieder nicht auf dem Schirm. Nee. Ja, ich glaube, der war es, ne? So, da müssen wir noch abholen. So, dann müssen wir da erst noch rein, bevor wir da reinzoomen. Also wir sind leicht voraus, ne? Müssen jetzt gucken, dass wir da auf die gleiche Höhe kommen. Machen wir hier nochmal. So, und können ja nochmal bis hier vorwarpen. Geht das noch ein bisschen schneller, ja. Aber das ist noch ziemlich weit weg, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Wir sind voraus, wir machen den längeren Weg. Das heißt, er wird aufholen. Das heißt, wir müssen gleich da nochmal brennen. Und zwar... ich glaube, da brauchen wir gar nicht erstmal so weit. Wir machen weiter vorwärts. Da sieht man, dass wir haben eben letztes Mal den Fehler gemacht, dass hier, ne, das war. Machen wir hier ein Manöver. Machen wir das da erstmal langsamer. Und wir müssen abbremsen. Das war jetzt ein bisschen schnell gezogen. Wir könnten da hinten so schick aneinander vorbeikommen, oder? Sagt mir das. Können wir da noch was dran ändern, was verbessern? 6,2. Ich glaube, da war noch kleiner. 2,1. Da war schon top. So, das lassen wir mal so. Ja, lassen wir mal so. Brennen das Stück dann da runter. Und dann sollte das schon passend sein, oder? Das ist richtig. Das ist aus. Dann müssen wir da hin. So. So sollte es werden, oder? Und ja, dann müsste es auch ungefähr hinkommen, denke ich mal, ne? Up to next Manöver können wir schon mal machen. Warum wappen der so langsam? Naja, dann ist es halt so, ne? Dann ist das halt so. So, jetzt müssen wir hier mal gerade ein bisschen Schub geben. Wir sind vielleicht ein klein bisschen aus der Mitte. Ich glaube, so ist aber gut. Und dann machen wir das mal gerade an. Und haben jetzt genug. Okay, dann bedeutet das, das können wir auch hier wegmachen. Würde ich sagen, müsste was jetzt da hinten ja hinkommen, ne? So, er müsste jetzt aufholen. Tut er auch. Überholt uns jetzt, oder? Nee, passt schon.
Jetzt wird es ja wieder schmaler. Das sieht doch gut aus, oder? So, lass mal gerade noch weiter vorrücken. Abstand 7 Kilometer. So. 3.500. Okay, das war jetzt da soweit okay. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diesen und den Punkt zusammenkriegen, ne? Das bedeutet, wir müssen die Flugbahn ja ändern. Der ist Land unter da, ne? Ja. Wenn ich das jetzt so mache, dann komme ich nach da. Und das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Ich muss ein bisschen schneller werden, ne? Oder? Da werde ich aber langsamer, wenn ich da brenne. Nee, dann ist das da oben schon eher richtig, oder? Jetzt brennt er. Kommt der hier rüber oder nicht? Ja, er kommt hier rüber. Aber irgendwie passt das hier nicht so ganz dann, ne? Obwohl ich auf die Flugbahn von ihm da muss. Das würde ja bedeuten, ich muss eigentlich nur nach hier, ne? So, und jetzt blicke ich auf ihn zu, oder? Wo ist er denn? Da ist er. So, jetzt sind wir auf dem direkten Weg zu ihm, oder? Jetzt müssen wir nur, glaube ich, da ausrichten dann, andersrum. Weil, wenn wir gleich zu nah sind, müssen wir ja Schub zurückgeben, dass wir da nicht drauf knallen. So, und das Ganze machen wir jetzt ein bisschen schneller. Dann gehen die Kilometer auch schon runter, ne? Sieben, drei, oh. Nochmal. Ne, ich muss in diese Richtung korrigieren. Ich muss ja auch langsamer wieder werden. So ist ja nicht. Halt, stopp, da muss ich erstmal hier umschalten, damit er mir nicht stört, ne? Okay. Ist das so richtig, was ich tue? Nee. Das muss hier so gesteuert werden, ne? So, passt schon.
Jetzt schnell dann wieder da rein. Und dann abgebremst. Ja, das sieht gut aus. Da kommt er ja näher. Meter noch. Das sind 0,7 Meter. Umsteigen geht, glaub schon, ne? So, jetzt, wie war das jetzt? Jetzt müssen wir hier. Target ist schon klar. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da dran komme und wo ich da das Gerät offen kriege. Ah, das ist eine Kapsel. Ein Flug. Target? Wo komme ich denn, wie kriege ich das denn jetzt an? Kein Ziel. Ja, das war es jetzt nicht. Target. Meter. Wo ist denn hier eine Ausstiegsluke? Gibt es da eine? Ah, da. Ausstiegsluke. So. Ja, Mannschaftsmodul. Jetzt wollte ich das umbenennen. Kann ich das jetzt hier umbenennen? Der ja, ich mach mal gerade den Eva. Dann bin ich ja in dem. Dann mache ich mal Board. So, jetzt kann ich das Vessel nämlich umbenennen, so wie der Dingens das gesagt hat. Fahrzeug umbenennen. Und das nennen wir jetzt Debris. Und das kann man hier auch noch auswählen. Station Satellite Rover versus Raumschiff. Was sind das hier? Schrott? Kann ich leider nicht lesen. Akzeptieren. Lights on machen wir mal. Ruhebericht. Gibt's nix. Fahrzeug umbenennen. Ich weiß nicht, was dieser Punkt hier heißt. Warte mal, wir gehen mal gerade in Space Center. Da steht's auch noch mal, oder? Komm schon. Fahrzeug umbenennen. Akzeptieren. Dahin. Weltraumschrott ein aus. Jetzt ist das Debris, muss ich jetzt nur finden. Das haben wir ja umbenannt gerade. Da ist es. Und wenn ich das jetzt hier ausschalte, ist es weg. Dann hat das, ist das das Symbol gewesen. Okay. Passt also. Warum eigentlich nicht umbenennen, sondern nur Debris benennen? Also wieder da rein.
Und dann machen wir gerade, ne? Das Umswitchen. Er muss nur sein Eva hier machen. Und dann würde ich sagen, lassen wir da mal los. Let's go a space. Und er muss den anmachen. Und einfach mal vor. Und dann müssen wir gleich hier abbremsen. Die Luke ist da oben, oder? Und stopp. Jetzt müssen wir ein bisschen hoch. Und stopp. Und jetzt müssen wir noch vor. Und stopp. Ein bisschen links. Ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Ja, das ist zu fein. Ein bisschen runter. Ein bisschen vor. Ein bisschen hoch. Ein bisschen vor. Ein bisschen runter. Ein klein bisschen nach rechts. Ach, wir sind noch so ein Stück weg, okay. Dann machen wir mal ein bisschen runter, ein bisschen nach rechts und dann ein bisschen vor. Runter hatten wir gesagt. Ein bisschen nach links. F ist für Grab. Und dann machen wir da ein Board. So, dann sind sie zu dritt. Dann haben wir das geschafft, ihn aufzusammeln. Das Teil ist da unten noch und wir können dann schauen, dass wir wieder nach Hause kommen. Und wir sind aber schon in der Zeit so weit, dass ich sagen würde, das Manöver machen wir dann in der nächsten Runde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr eine Info, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Schreibt was in die Kommentare, dann freue ich mich. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.